Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Kinderspielzeug. Wir werden jetzt gemeinsam das Super Sand Giant Set ausprobieren. In dem Unboxing-Video habe ich schon die ganzen Teile ausgepackt. Und jetzt legen wir einfach mal los, den Super Sand zu verarbeiten. Ich habe jetzt zuallererst die ganzen Förmchen aus dem Super Sand herausgeholt und werde das Ganze jetzt mal ein bisschen flacher drücken, damit wir da mit der Walze rübergehen können. So. Ich entscheide mich jetzt mal für diese Walze. Und die spanne ich hier ein. So. Und jetzt kann ich den Boden damit rollen. Und wie ihr sehen könnt, entsteht da ein richtig schönes Mauerwerk oder eine Reihe von Pflastersteinen. Und das Gute am Supersand ist, er kann nicht weggeschwemmt werden, weil hier nämlich kein Strand und keine Wellen sind. Das heißt, man muss nicht traurig sein, dass irgendjemand seine Sandburg dann zerstört. So, das war es jetzt erstmal zur Walze. Und ich würde sagen, ein Teil des Supersandes werden wir jetzt mal für unsere Förmchen benutzen. Wichtig dabei ist, dass man den Supersand da schön fest hineindrückt, damit sich die Struktur der Förmchen auch abzeichnet. Und jetzt schütteln wir das Ganze mal raus. Hier haben wir schon einen Teil unserer Mauer. Man sieht richtig schön das Mauerwerk, beziehungsweise das ist ja ein Teil unseres Turmes. Und die andere Seite haben wir jetzt auch. Der Supersand lässt sich extrem einfach aus den Förmchen herausschütteln. Also Play-Doh lässt sich da echt schwieriger herausnehmen. So. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man, wenn man mit den Fingern dagegen kommt, nicht gleich die ganze Struktur des Sands zerstört. So. Und jetzt habe ich richtig Lust, so eine Mauer zu nehmen. Da brauchen wir noch mehr Supersand. So, und jetzt können wir mal versuchen, das zu stürzen. Oder vielleicht hier hinten. Und so sieht dann unsere Mauer aus. Hier fehlt ein kleines Stück. Ich glaube, da habe ich nicht fest genug gedrückt. Aber ich stelle sie jetzt mal hier hin. Unser Turm zerfällt allmählich, habe ich das Gefühl. Man muss wirklich aufpassen, dass man da nicht zu doll gegenkommt. Und ich glaube, jetzt nehme ich mal diese super coole Turmsäule mit der Treppe an der Seite, also mit einer Außentreppe. Dann stürzen wir den mal. Und die Treppe kann man ganz deutlich erkennen, also wirklich super cool, wie ich finde. Und das würde ich jetzt hier oben drauf setzen. Ich hoffe, das hält. Ja, es hält. Allerdings sieht man hier schon meinen Fingerabdruck. Da habe ich ein bisschen zu doll gedrückt. Und auf unserem Turm fehlt jetzt auch noch ein Dach. Ich nehme jetzt das hier, dieses Spitze. Ähnlich wie bei einem Kirchturm. So, dann stürzen wir das Ganze. Und ein bisschen ist dabei die Turmspitze kaputt gegangen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach nochmal. Aber achten mehr darauf, dass wir den Supersand schön tief hier reinstopfen. So, jetzt stürzen wir das Ganze nochmal. Und die Turmspitze ist auf jeden Fall besser geworden. Und fertig ist auch schon unser erster Turm. Ich glaube, ich mache nochmal so eine Mauer hier. Dann haben wir eine Art Festung.
Diesmal achte ich aber mehr darauf, wirklich zu Anfang schon den Supersand ganz fest zu drücken. So, jetzt das Ganze stürzen. Lieber hier hinten vielleicht. Ha, jetzt haben wir es. Hat ein bisschen gedauert, aber dafür haben wir jetzt auch eine ziemlich perfekte Mauer, wie ich finde. Und die stellen wir hier unten hin. Und schon haben wir eine Festung. Das war's jetzt von mir und dem Supersand Giant Set. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!